Ja, vielen Dank, Dr. Rupp, vielen Dank, Frau Dold, für die nette Einladung. Das ist ja ein ganz herrliches Projekt hier, finde ich. Und als ich davon gehört habe, habe ich auch gleich gesagt, da komme ich, da mache ich mit. Und ich denke, man hat es auch schon jetzt im Saal gemerkt, in dem Moment, wo der Körper mit ins Spiel kommt, entsteht eine völlig andere Stimmung. Gell? Es wird gelacht, es wird heiter, es wird kreativ. Und diese Idee, dass man sagt, Sie als zukünftige Lehrkräfte oder als zukünftige Führungskräfte, die Projekte leiten, dass Sie da eine Vorstellung davon bekommen, dass der Körper nicht nur etwas ist, was unterhalb vom Hurgelknopf dranhängt, sondern dass da ganz viel Lebendiges passiert und dass Sie das auch dann umsetzen an den Orten, wo Sie arbeiten. Das ist eine ganz, ganz tolle Idee und ich wünsche mir wirklich, dass Sie dieses Projekt immer im Herz behalten und diese Idee wirklich in die Welt hinaustragen und viele, viele Kinder züchten, die von Anfang an diese Idee mitbekommen haben. Was ich Ihnen heute erzähle, das ist der Beitrag der aktuellen Psychologie zu diesem Thema Körper. Ich selber habe, als ich Psychologie studiert habe, eine Ausbildung gemacht zur Psychodramatherapeutin. Und Psychodrama, das ist eine Therapieform, die sehr viel mit Handlung arbeitet und mit Tun. Also man sitzt da nicht rum und schwätzt, sondern man, wenn man irgendwie sagt, ich habe mich mit meiner Mutter gestritten gestern, dann heißt es, spiel das mal nach. Also man geht sofort immer in Aktion. Und als ich studiert habe in den 80er Jahren, wenn man da an der Uni über Körper und den Bezug von Körper und Psyche sprechen wollte, ist man immer ganz schnell in der Esoterik-Ecke gehockt. Also so gerade an der Uni, akademische Psychologie und Körper, das war verdächtig, das hat Patchouli-Geruch und Räucherstäbchen hat dazugehört und Kraftsteine und solche Sachen. Und man hat immer so schwer zu kämpfen gehabt damit, dass das Ganze auch wissenschaftlich anerkannt wird. Und das ist heute zum Glück anders. Sie wachsen da in eine sehr schöne Zeit hinein, wo wir in der Wissenschaft dafür einen Begriff haben. Und dieser Begriff heißt Embodiment. Ich werde Ihnen den jetzt näher bringen, und zwar in drei Etappen. Wir machen erst so einen kleinen theoretischen Einstieg, dann machen wir ein paar Experimente. Die werde ich Ihnen teilweise welche erzählen, teilweise werden Sie die Experimente selber machen. Und dann werde ich Ihnen ein bisschen was davon erzählen, wie wir diese Embodiment-Ansätze in der Praxis umsetzen im Rahmen von unserem Zürcher Ressourcenmodell, von unserem Selbstmanagement-Training. Zunächst fangen wir mal mit dem Theorieteil an. Diese unglückliche Spaltung zwischen Körper und Geist, die beginnt so in der abendländischen Philosophie mit René Descartes. Der ist hingesessen und hat sich überlegt, woher weiß ich eigentlich, dass ich ein Mensch bin, woher weiß ich eigentlich, dass ich existiere. Und dann kam er auf den Gedanken cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Das heißt, das spezifisch Menschliche ist das Denken. Das war seine Grundidee. Und was daraus gefolgt hat, das ist so etwas so wie eine Art geköpfter Körper. Man unterscheidet nach Descartes zwischen der Res Cogitans, das ist das Denkende, und der Res Extensa, also alles, was da unten dran hängt, das heißt, ist einfach die ausgedehnte Sache, heißt es, das ist alles Übrige. Aber das wirklich Wichtige nach Descartes ist das Denken. Und diese Idee vom geköpften Körper, die ist existent eigentlich in den meisten Köpfen noch bis heute. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht von einer Skulpturengruppe, die, finde ich, diese Vorstellung, die viele Menschen von ihrem Körper haben und das Körperbild, was viele Menschen haben, sehr schön demonstriert. Da ist sehr viel Aufmerksamkeit drauf auf das, was da oben passiert. Dann hat man hier noch bei den Händen, wenn man das iPhone bedient, muss und so, hat man auch noch Aufmerksamkeit. Und hier unten, das ist einfach ein großer Sack. Das ist irgendwie irgendwas. Ja. Und wir machen ja auch von meinem Institut aus viele Seminare. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich sage, so, jetzt machen wir mal was für den Körper, dass man sieht, wie schon Fluchtbewegungen zur Tür einsetzen, weil die Leute schon, wenn man nur sagt, jetzt widmen wir uns mal dem Körper, kriegen die schon irgendwie Angst und es wird ihnen unbehaglich.
Intelligenz in dieser Vorstellung ist so gedacht, dass im Prinzip die Intelligenz körperlos stattfindet. Die ist im Gehirn beheimatet. Und nach dieser traditionellen Vorstellung von Intelligenz hat man früher auch dieses Projekt künstliche Intelligenz betrieben. Ich habe Ihnen hier ein Foto mitgebracht von Deep Blue, wo man angefangen hat, sich zu überlegen, wie können wir eigentlich Intelligenz schaffen, die menschliche Intelligenz nahe kommt. Da hat man nur ans Denken gedacht. Und dann hat man gesagt, ja, wir müssen einen Computer schaffen, der genauso gut Schach spielen kann wie ein Mensch. Und da hat man diesen berühmten Deep Blue geschaffen, gegen den dann viele Schachexperten angetreten sind. Das ist die Vorstellung von Intelligenz, die auf dieser geköpften Körperidee beruht. Und was daraus folgt, das ist etwas, was man in der Wissenschaft Disembodied Thinking nennt. Das heißt, man stellt sich vor, das Denken passiert ohne Körper. Ich habe Ihnen hier so einen Zeitungsausschnitt mitgebracht, der so einen Wettbewerb von Schachcomputer versus Mensch darstellt. Und was ich bemerkenswert finde, das ist, wie hier der Mensch dargestellt wird. Also das ist ein Grafiker damals aus der Zeit, der sollte das illustrieren, was passiert, wenn ein Schachspieler gegen einen Computer antritt. Und er hat hier einfach nur als Mensch einen Kopf gemacht, ja? Und unten dran ist da nur so eine Säule. Das ist, soll den Menschen repräsentieren. Da sieht man auch dieses Bild von dem Disembodied Thinking. Inzwischen ist man von der künstlichen Intelligenz, von dieser Art von Denken abgekommen, weil das ist den Leuten, die sich damit beschäftigen, langweilig geworden. Und man beschäftigt sich jetzt damit, ganz andere, interessante Roboter zu bauen. Nämlich nicht mehr solche, die einfach Schach spielen können, sondern solche, die sogenannte Real-World-Skills beherrschen. Ich habe Ihnen hier mal so ein paar Roboter mitgebracht, die Fußball spielen können. Ja, wir haben an der Universität Zürich am Irchel ein ganz berühmtes Lab, wo die Leute solche Autonomous Agents, heißt es, herstellen, das heißt autonome Agenten, Roboter, die selber lernen und die sich bewegen können in einer dynamischen Welt auf der Basis unvollständiger Informationen und mit unvorhergesehenen Ereignissen angemessen und adäquat und elegant reagieren können. Das ist die Idee, wie kriege ich solche Roboter hin, die sowas können. Eingesetzt werden solche Roboter zum Beispiel, wenn man sagt, wir haben ein Erdbebengebiet und wir müssen irgendwelche Maschinen runterschicken in kleine Schlitze, um da zu gucken, ob da irgendwelche Verschütteten noch liegen, weil da gar kein Mensch hin kann. Oder man nimmt es auch in so Minengebieten, wo man Minen räumen muss, damit nicht so viele kleine Kinder dann mit ab und Bein rumlaufen müssen. Da ist es besser, man nimmt so einen autonomen Agenten, der das kann. Man überlegt ja auch, ob man die für die Pflege einsetzen kann oder als Butler. Ja. Also ich hoffe mal, wenn ich irgendwie ein gewisses Alter erreicht habe, dass sie dann so weit sind, dass ich so einen tollen Butler habe, der mich die Treppe hochträgt und den ich fortschicken kann, irgendwie einkaufen. Ich fände es schon super, diese Vorstellung. Und das Lustige ist, dass diese Leute, die angefangen haben, solche Roboter zu bauen, die Real-World-Skills beherrschen, dass die gemerkt haben, man kommt mit der Vorstellung von Disembodied Thinking überhaupt nicht weiter. Und die ersten Roboter, die man in der Art konstruiert hat, Sie sehen hier den allerersten, berühmtesten, das ist der sogenannte Asimo, hat der geheißen, der kam aus Japan. Und der hat ungefähr sich so bewegt, wie Sie das vorhin gerade bei Improvisationstheater gesehen haben. Ja, da hat man so, Sie sehen, der hat so Scharniere und dann macht er so. Und dann hat er Algorithmen gehabt, man hat ihm einprogrammiert, wie man die Treppe runtergeht. Und das Problem mit so einem Roboter, der auf diese Art gebaut wird, ist, dass wenn der Asimo jetzt nicht exakt eine ganz gerade Treppe hat, oder wenn zum Beispiel ein Kaugummi auf einer Stufe klebt und der eine Fuß muss ein bisschen mehr ziehen, um das vom Kaugummi zu lösen, fällt der Asimo sofort die Treppe runter. Also der kann mit unvorhergesehenen Ereignissen und mit einer Umwelt, die er dauernd neu explorieren muss, überhaupt nicht umgehen.
Wenn damals war auch zum Beispiel sehr bekannt dieses Butterbrot, der Butterbrot-Algorithmus, dass man gesagt hat, wenn ich einen Roboter so programmieren will, dass er sich ein Butterbrot streichen kann, dann geht schon die Frage los beim Programm, woher weiß der Roboter, wo oben und wo unten ist vom Brot. Ja, wie programmiere ich ihm das ein und wie dick soll die Butter gestrichen werden und sowas. Also Sie sehen da viele Dinge, die wir im Alltagshandeln ganz normal bewältigen, die sind aus der Sicht von so einem Robotikbauer oder Bauerin mit Algorithmen im Prinzip gar nicht zu fassen. Und darum haben im Prinzip diese Leute aus der Robotik im Prinzip angefangen, sich zuerst mal mit dem Thema Embodied Intelligence zu befassen. Intelligenz, die im Körper sitzt, nicht ausschließlich im Kopf, sondern im Körper. Und die sind hingegangen und haben Anatomie nachgebaut. Sie sehen hier so ein paar berühmte Beispiele von der Uni Zürich. Der hier hat zum Beispiel überhaupt kein Programm, der hat nur eine Wirbelsäule. Und der kann, wenn der Rolf Pfeiffer den mitbringt zum Vorstellen, lässt er den laufen. Der läuft nur aufgrund von Pendelbewegungen und Schwergewicht, kann der laufen, weil er die entsprechende Anatomie hat und weil die Intelligenz des Körpers genutzt wird. Ein anderes Beispiel, was zum Beispiel der Rolf Pfeiffer gerne bringt für Embodied Intelligence, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Ihre Fingerbeeren vorne, dass die weich sind. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht haben Sie sich noch nie richtig gefragt, wozu das gut ist. Wenn Sie einen Roboter bauen, der eine harte Hand hat, dann kann der diese Flasche, könnte der gar nicht halten, die würde runterrutschen. Ja? Und in dem Moment, wo man dem Roboter weiche Fingerbeeren gibt, kann der auf einmal solche schweren Sachen halten. Also die Intelligenz ist in der Morphologie vom Körper schon drin und nicht dadurch geschaffen, dass man ihm ein spezielles, bestimmtes Programm eingibt. Zu diesem Thema Embodiment gibt es inzwischen auch gut elaborierte Theorien. Und die Grundaussage vom Embodiment ist die hier: Der menschliche Geist ist embodied in den Organismus und embedded in seine Umwelt. Wir werden uns mit diesem Modell jetzt im Folgenden intensiv befassen. Bedeutung und Erfahrung werden erzeugt durch die andauernde Wechselwirkung von Gehirn, Körper und Umwelt. Also es ist nicht so, dass man sagt, da draußen ist irgendwas, das wirkt auf Gehirn, Geist, Psyche ein und dann werden Kommandos gegeben an den Körper, mach dies. Das ist die alte Vorstellung von einem Input-Output-Modell, die dann darin resultiert, dass man sagt, wenn ich Handlungsfähigkeit verbessern will, muss ich den Geist verbessern. Also wenn ich will, dass jemand irgendetwas besser macht, muss ich Informationen in den Geist reingeben, weil der Geist ist die zentrale vermittelnde Instanz. Im Embodiment-Modell hat man so eine Vorstellung von parallel und selbstorganisierender Informationsverarbeitung, wo Umwelt, Körper und Geist in ununterbrochener Wechselwirkung miteinander sind. Es gibt keine vermittelnde Hauptzentrale. Das ist eine Aussage, die ist jetzt hier so schön lapidar hingeschrieben, aber wenn Sie sich das wirklich mal bewusst machen, ist es extrem konsequenzenreich. Ja? Es gibt keine vermittelnde Hauptzentrale und Handlungsfähigkeit verbessern heißt Koppelungen optimieren. Gucken wir uns jetzt. Also es resultiert in eine völlig andere Vorstellung davon, wie ich Menschen darin unterrichte, handlungsfähiger zu werden. Momentan halten wir mal als Zwischenschritt fest, Embodied Intelligence wird nicht gedacht, sondern gelebt. Also Schlagwort. Dann kommen wir jetzt mal zum Experimentalteil, wo ich jetzt mal diese Aussagen mit Leben erfülle. Und zwar habe ich Ihnen ja vorhin eine ziemlich komplexe Grafik gezeigt mit vielen verschiedenen Wechselwirkungspfeilchen dran. Und wir pflücken uns jetzt mal ein paar so Wechselwirkungspfeilchen raus und gucken die uns in Ruhe an. Zunächst mal gucken wir uns sowas an. Psychisches Erleben beeinflusst Körpergeschehen. Dazu möchte ich Ihnen eine Studie zitieren von Weisfeld und Beresford. Das waren die Forscher gehören zu den ersten, die mit diesem Thema Embodiment gearbeitet haben. Und die haben eine total goldige Forschungsidee gehabt.
Die haben in Amerika gearbeitet und da ist es üblich gewesen, dass man die Jahresnoten vor versammelter Mannschaft in einer Turnhalle verkündet hat. Also da wurden alle Studierenden zusammengetrieben in eine Turnhalle und dann hat man gesagt, also die Jessica hat 5 Punkte und der Robin hat 12 Punkte. Es war so eine große soziale Aussetzungssituation. Und Weisfeld und Beresford sind auf die geniale Idee gekommen und haben Assistierende an den Ausgang von der Turnhalle gestellt. Und die Assistierenden hatten diese Skala. Und diese Skala beinhaltet verschiedene Krümmungsgrade von Körper. Ja? Von aufrecht bis zu so leicht geknickt. Und die haben jedem Studierenden, der rausging, auf dieser Ratingskala einen Krümmungsgrad zugewiesen. Also haben geratet, wie gekrümmt ist dieser Student oder wie aufrecht. Und hinterher ist man hingegangen und hat geschaut, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Note, die diese studierende Person bekommen hat, und dem Krümmungsgrad. Und siehe da, man hat herausgefunden, dass die Studierenden, die schlechtere Noten hatten, gekrümmter waren und die Studierenden, die eine gute Note hatten, waren aufrechter. Und was jetzt für uns das Interessante daran ist, das ist, dass die Studierenden ja jetzt nicht hingestanden sind und gesagt haben, oh, ich habe nur 4 Punkte, jetzt muss ich mich krümmen. Körper, krümme dich, ja, also diese Idee von der vermittelnden Hauptzentrale, nee, sondern man hört die schlechte Note und der Körper reagiert automatisch mit einer kleinen Krümmung. Also diese Dinge passieren automatisch und selbstorganisierend. Dann gibt es aber auch den umgekehrten Zusammenhang, Körpergeschehen beeinflusst psychisches Erleben. Das ist jetzt eine andere Art von Pfeil. Und zwar gucken wir uns jetzt mal eine ganz spezielle Variante an, das sogenannte Facial Feedback. Das ist Feedback der Gesichtsmuskulatur. Haben Sie alle einen Stift zur Hand? An der Uni sicher, gell? Nehmen Sie bitte mal einen Stift. Und dann machen Sie zunächst mal bitte das hier. Sie nehmen diesen Stift in den Mund und halten ihn nur mit den Lippen. Das sieht ziemlich blödsinnig aus, aber das macht nichts. Die Kamera ist ja nicht auf Sie gerichtet, sondern auf mich und ich mache es jetzt nicht, weil ich gefilmt werde. Es geht mir darum, dass Sie mal spüren, was ist das für ein Gefühl, was macht das mit der Gesichtsmuskulatur, wenn ich mit den Lippen den Stift halte. Okay, genügt schon. Und dann halten Sie ihn mal bitte so mit den Zähnen. Sie klemmen den zwischen die Zähne und halten den Stift so. Das machen Sie wunderbar. Vielen Dank, das genügt. Warum ist das für uns interessant? Wenn ich den Stift mit den Lippen halte, wird ein bestimmter Muskel aktiviert, der Lachen verhindert. Wenn ich den mit den Lippen halten muss, dann kann ich nicht lachen, weil sonst fällt der Stift runter. Und wenn ich den Stift mit den Zähnen halte, wird der Zygomaticus major aktiviert und das ist der Lachmuskel. Man hat die Studierenden genommen von der Universität Würzburg und hat zu denen gesagt, wir probieren verschiedene, das ist eine sogenannte Cover Story, eine Deckgeschichte. Wir probieren verschiedene Arten aus, wie man mit dem Mund zeichnen und schreiben kann. Für Leute, die gerade an den Händen behindert sind, probiert das mal aus. Und dann hat man die Studierenden Witze lesen lassen. Die eine Gruppe von Studierenden hat den Stift mit der Lippe gehalten und die andere Gruppe von Studierenden hat den Stift mit den Zähnen gehalten. Und man hat ihnen Witze von Gary Larsen gegeben. Ich habe Ihnen hier mal einen Gary Larsen-Witz mitgebracht. Das steht auch im Artikel extra drin, dass das Gary Larsen-Witze waren. Das ist einer meiner Lieblingswitze, wobei ich immer den Eindruck habe, das Publikum versteht den nicht richtig. Ich finde den super lustig.
Also die fahren da im Kreis und er sagt, sieht aus wie eine Falle, habe ich gesagt. Unsinn, sagst du, eine Falle hier draußen im Wald aufstellen, das macht doch keiner. Jetzt muss er da sitzen mit dem doofen Hütchen auf und im Kreis rumfahren. Ja? Und die mussten diese Witze raten auf einer Skala von 0 bis 9, von überhaupt nicht lustig bis sehr lustig. Gell? Und was war das Ergebnis? Die Studierenden, die den Zygomaticus major aktiviert hatten, haben ein signifikant höheres Lustigkeitserleben angegeben, wie die Studierenden, die diesen Lachverhinderungsmuskel aktiviert haben. Also das ist jetzt ein kleines doofes Ergebnis aus einem experimentellen Labor der Sozialpsychologie. Aber wenn Sie sich das mal klar machen, ja, wenn wir jetzt mal weitergehen und sagen, wir gucken zum Beispiel mal in, gehen auf eine Depressionsstation, wo alle Leute sitzen, sagen, das Leben ist so schwer und ich habe keine Freude mehr in meinem Alltag. Wenn man nur diese kleine Sache, ob ein bestimmter Muskel aktiv ist oder nicht, ja, dass der die gesamte Stimmung so auffällt, dass die Leute denselben Stimulus einmal lustiger und einmal weniger lustig erleben. Was hat es dann für Konsequenzen, wenn ich das auf das ganze Körpergeschehen ausbreite? Wir haben hier eine Geschichte, wo Stepper und Strack dann mit Bodyfeedback gearbeitet haben. Da haben sie Studierenden unter dem Vorwand, Ergonomie von Sitzmöbeln zu testen, einmal in eine gekrümmte Haltung gebracht und einmal in eine aufrechte Haltung. Und vorher haben die Studierenden einen fiktiven Intelligenztest gemacht und während sie gekrümmt oder aufrecht gesessen sind, kam die Person vorbei, die den Versuch gemacht hat und hat ihnen ein fiktives Lob gespendet. Also alle Studierenden haben ein fiktives Lob bekommen und man hat gesagt, übrigens, sie haben im Intelligenztest super abgeschnitten, sie sind bei den 10% Ranking besten und intelligentesten, die wir hier je hatten. Also ein dickes, fettes Lob. Ja. Und anschließend hat man die Studierenden gefragt, wie stolz fühlst du dich über dein Abschneiden im Intelligenztest. Und wahrscheinlich sind sie inzwischen schon in der Lage, selber herauszufinden, was passiert ist. Die Gruppe, die das Lob gekrümmt entgegengenommen hat, war signifikant weniger stolz auf das Lob, wie die Gruppe, die das Lob aufrecht entgegengenommen hat. Ja? Also, auch das ist wieder sehr konsequenzenreich für den Alltag, weil man sieht, wie ich Umwelt wahrnehme, hat ganz viel damit zu tun, was ich für eine Körperhaltung habe. Meine Körperhaltung beeinflusst sofort und unmittelbar das, was ich mit der Information mache, die von der Außenwelt kommt. Das macht nicht mein Gehirn in einer Agar-Agar-Schale, sondern da ist mein Körper ganz wesentlich dran beteiligt. Ja? Wir probieren das jetzt gerade mal im Selbstexperiment aus. Ich habe Ihnen hier mal ein paar markante Gesichter mitgebracht und ich darf Sie mal bitten, dass Sie mal einfach die Mimik nachmachen von diesen Affen. Also der hier ist sehr eindrücklich, da sehen Sie, ich möchte bitte gern, dass Sie mal die Stirn so runzeln. Ja? Und dass Sie hier auch den Mund, sehen Sie, diese Münder sind im Prinzip alle ähnlich. Es gibt ganz schmale Lippen und der geht so runter. Und jetzt halten Sie mal einfach diese Mimik, halten wir jetzt mal für 15 Sekunden und dann rufen Sie mir mal bitte zu, was tauchen für Gefühle in Ihnen auf? Ausgelöst durch die Mimik. Wer erlebt schon was? Anstrengung. Hunger. Wie bitte? Grimmig. Ja, es gibt so eine Art Ärger, taucht auf. Okay, Sie dürfen sich wieder entspannen, machen Sie es wieder weg, neutralisieren Sie es wieder. Diese Geschichte hier, die ist sehr wichtig für alle, die Brillen tragen. Denn wenn man Brille trägt, macht man ganz oft diese Runzelsache, weil man dann besser sieht. Man kann bis zu einem gewissen Grad die Sehkraft ein bisschen verstärken, indem man hier oben den Korrugator benutzt. Machen Sie es nicht, weil es kann sein, dass Sie dann schlechte Laune kriegen. Ja? Seien Sie vorsichtig mit dem Korrugator. Also heißt dieser Muskel da. Ja. Das können wir auch auf Bodyfeedback ausweiten. Ich habe Ihnen hier die Naturfreunde Michelbach mitgebracht.
Und darf Sie mal bitte alle aufzustehen? Und die Frauen machen bitte hier die Damen nach. Und die Herren am besten ihn hier. Er ist sehr prägnant. Also Sie sehen, dass im Prinzip die Mimik ist ähnlich wie vorher. Und die Damen machen das jetzt genau. Wichtig ist, dass Sie hier vorne schön die Schultern so nach vorne klappen, den Bauch so raus, genau, dann in die Knie ein bisschen und dann so gucken. Ja. Was ich auch bemerkenswert finde, machen Sie mal bitte die Handhaltung noch so. Sehen Sie das? Das ist so ein bisschen so nach innen. Und das ist auch so viel zum Thema, wie erschaffe ich mir selbst eine Hängebrust. Ja. Die Damen bleiben bitte so und die Herren machen ihn hier. Ja? Und jetzt stehen Sie mal, während Sie so stehen, werden Sie merken, es taucht eine bestimmte Sicht der Welt zum Beispiel auf. Wie nimmt man die Welt wahr, wenn man so steht? Ist die Welt ein freundlicher Ort? Ist die Welt ein feindseliger Ort? Was taucht in Ihnen auf für Stimmungen und Gefühle? Bitte mir zurufen. Feindselig ist die Welt, ja. Langweilig ist die Welt. Habe ich von anderen Menschen Gutes zu erwarten? Eher nicht. Ja. Okay, Sie dürfen sich wieder normalisieren. Mein Bruder, dieses Foto habe ich von meinem Bruder, der wohnt in Gaggenau, das ist in der Nähe von Michelbach, und der hat mir das geschickt aus dem Stadtblättle. Und er hat geschrieben, Maja, du hältst immer so Vorträge über Körper, guck mal, vielleicht kannst du das gebrauchen. Und unter diesem Foto steht, prächtig amüsierten sich die Naturfreunde Michelbach. Bei Ihrem letzten Jahrestreffen. Ja. Und was ist jetzt das Lustige dran? Warum lachen Sie so sehr? Weil man sofort merkt, dass man sich mit der Körperhaltung nicht prächtig amüsieren kann. Ja. Dann mache ich mit Ihnen jetzt noch mal ein anderes kleines Selbstexperiment. Setzen Sie sich bitte mal so aufrecht hin in so einer physiotherapeutischen Nutzhaltung, nenne ich das immer. Also so, wie Sie eigentlich, und die jetzt stehen, die stehen halt so, so wie man weiß, dass man sitzen soll, die Lendenwirbelsäule angenehm aufgerichtet, die Wirbelsäule aufgerichtet, am höchsten Punkt des Kopfes, sich vorstellen, man ist mit einem Seidenfaden im Himmel befestigt. Und dann halten Sie mal das Kinn leicht so nach oben, also nicht gucken wie bei einer Marienerscheinung, sondern einfach nur so ein bisschen das Kinn nach oben und die Augen auch einfach geradeaus, ein bisschen gerade über den normalen Horizont drüber, leicht drüber. Und behalten Sie mal jetzt bitte diese Haltung bei und versuchen sich in dieser Haltung unglücklich, deprimiert, nutzlos und elend zu fühlen. Gell? Und, klappt's? Ist schwierig, gell? Ich sage immer Depressionsprofis, meine Schwiegermutter, Gott hab sie selig, die kriegen das hin. Aber wenn man relativ normal ist und psychisch halbwegs gesund, ist es in dieser Haltung schwer, sich schlecht zu fühlen. Ja? Und jetzt machen Sie mal individuell das Gegenteil. Dürfen Sie selber machen, wie das Ihnen... Genau, wunderbar. Wenn ich das in Firmen mache, sage ich oft, setzen Sie sich so hin, wie Sie in den Teamsitzungen sitzen. Oder Sie können jetzt auch, es geht ja hier bei dem Projekt um Vorlesungen, da setzen Sie sich einfach mal so hin, wie Sie in der Vorlesung hocken. Ja. Und dann achten Sie mal drauf, versuchen Sie jetzt in dieser Haltung, sich optimistisch, selbstbewusst und aktionsbereit zu fühlen. Schwierig, gell? Jetzt dürfen Sie sich wieder schön hinsetzen, so wie es Ihnen angenehm ist. Was erreichen wir durch diese Experimente? Wir erreichen da das,
was der Frau Dold und dem Herrn Rubsohn Anliegen ist, dass das, was der Körper macht mit Informationsverarbeitungsbereitschaft, mit Aufnahmebereitschaft, mit Vorstellung davon, wer ich selber bin, mit Selbstwertgefühl, dass das durch Körperhaltung und Bewegung, durch Körpergeschehen mitbedingt ist. Es ist nicht belanglos, wie ich sitze, wie ich stehe, ob ich mich bewege oder ob ich ruhig bin. Es ist nicht belanglos, sondern es verändert sofort und unmittelbar meine Weltwahrnehmung. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, kreativ zu sein, neue Ideen zu haben, etwas zu erfinden, dann können Sie sich auch vorstellen, dass, oder haben Sie jetzt hoffentlich ein Gefühl dafür bekommen, dass wenn man eben so gekrümmt sitzt und so schlaff sitzt, dass es dann schwer ist, kreativ zu sein. Ja? Im Praxisteil möchte ich Ihnen jetzt mal ein bisschen von unserer Art zu arbeiten erzählen. Es geht jetzt ja um Folgendes. Jetzt haben wir gelernt, Körperhaltung erzeugt Stimmung. Und Körperhaltung hat mit psychischem Erleben zu tun. Und wenn ich jetzt möchte, dass jemand zum Beispiel eine angenehme Ausstrahlung hat, wenn diese Person ein Referat hält, ist etwas, was ja sämtliche Studierenden betrifft, oder wenn sie vor die Klasse stehen, dass sie eine Ausstrahlung haben, wo man sagt, die Klasse ist sofort fasziniert von ihnen und alle hören auf sie zu und nehmen sie als Alpha-Tierchen in ihre Rolle ernst. Ja? Wenn ich jetzt hingehe und sage, pass mal auf, wenn du Autorität ausstrahlen willst, dann musst du machen A, B, C. Stehe aufrecht und habe den Blick so und mache dies oder jenes. Dann erzeuge ich einen rechnenden Roboter. Dann erzeuge ich sowas wie den Asimo, der dann dauernd nur noch überlegt, was soll ich machen. Und dieses Programm, was ich Ihnen dann gegeben habe, das versagt unter Belastung. Wenn es dann stressig wird, vergisst man das alles und es ist gar nicht mehr präsent. Ich gebe Ihnen hier mal ein Beispiel, wie direkte Instruktion sogar ziemlich absurd werden kann. Stellen Sie sich bitte alle mal hin und machen Sie mal das hier nach. Diese Folie heißt Riesenjubel und hier drunter steht Riesenjubel beim Hegauer TV mit einem 3:1 Erfolg und so weiter haben Sie gewonnen. Und jetzt stehen Sie mal so hin und ich zähle jetzt auch auf drei, wie die Improvisationsgruppe vorhin, und dann auf drei rufen wir alle Juhu, aber adäquat zu der Haltung. Ja? Am besten Sie nehmen den hier, bei dem sieht man es so gut. Ja? Der ist auch klasse hier. Ja. Gucken wir mal, was da für ein Juhu dabei rauskommt. Also, 1, 2, 3. Juhu! So. Und ist das authentisch? Ja. Was haben Sie bei dem Juhu für ein Gefühl gehabt? Bisschen eingeengt. Haben Sie sich richtig gefreut? Nee. Riesenjubel gehabt? Nee. Ne? Und jetzt darf ich Sie mal bitten, dass Sie mal jetzt einen richtigen Riesenjubel machen. Und zwar machen wir den so, nicht indem ich sage, jetzt jubelt mal alle, sondern indem ich sage, denken Sie mal an einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie Grund hatten, richtig, richtig euphorisch zu sein und zu jubeln. Sie können den Moment in Ihrem Leben nehmen, der am tollsten war und wo Sie am massivsten jubeln konnten. Und dann zähle ich wieder auf drei und dann machen Sie mal dazu das Embodiment und dazu den entsprechenden Jubelruf. Gucken wir mal, was es für Unterschiede gibt. Also, 1, 2, 3. Ja, na, Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Was ist der Unterschied gewesen vom Körper her zwischen dem ersten Jubelembodiment und dem zweiten? Körperspannung. Ja? Und was wir hier gesehen haben, das ist, wie durch direkte Instruktion Inkonsistenz produziert wird. Ja? Wenn ich zu jemandem sage, weißt du, wenn du jubeln willst, mach mal die Arme hoch und ruf mal Juhu. Ja? Dann erzeuge ich sowas wie hier diese Tigermaus. Der Mensch ist von psychischen Erleben her überhaupt nicht auf Jubel eingestellt. Und darum wird der Jubel, den dieser Mensch produziert, auch nicht besonders authentisch sein. Der wird nicht den Effekt haben, weder auf die Außenwelt noch auf sich selber.
was man stattdessen machen muss. Ah ja, hier habe ich noch ein Bild dafür. Das ist wie wenn ein Mensch in so einem schiefen Körperhaus drin wohnt. Ja, er hat eine andere Instruktion wie das, was sein Embodiment ihm nahe bringt. Und das wirkt Inkonsistenz. Und gerade Kinder haben dafür einen ganz starken Riecher, ob jemand da authentisch ist oder nicht. Was kann man stattdessen machen? Wir überlegen mal erst, wie versteht der Körper überhaupt, was er machen soll? Wie versteht der Körper Worte? Der Körper versteht Worte, indem er ihren sinnlichen Gehalt im Gehirn simuliert. Er versteht nicht Text, sondern, ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht, er rekonstruiert das somatosensorische Erleben, was zu diesem Wort gehört. Wenn jemand zum Beispiel das Wort Zimt in eine Scannerröhre eingespielt kriegt, wo man Gehirnaktivität am aktiven Gehirn abbilden kann, dann werden Geruchszonen im Gehirn aktiv. Der Körper versteht also nicht die Buchstaben und den Text, sondern er kann es entziffern und dann spielt er eine kleine somatosensorische Szene nach, wo er das wiederholt, was passiert, wenn man Zimt riecht. Ja. Und man erleichtert dem Körper das Verstehen, wenn man Worte mit hohem sinnlichen Gehalt oder Bilder benutzt. Also wir sind ja bei der Frage, wie kann ich jetzt dieses Embodiment-Wissen für mein Selbstmanagement benutzen? Direkte Instruktion haben wir gelernt, klappt nicht, das erzeugt rechnende Roboter, aber wir können mit Bildern arbeiten. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie wir das im Zürcher Ressourcenmodell machen. Ich habe da ein Fallbeispiel für Sie mitgebracht. Ich habe mal ein Telefoninterview geführt mit einer Journalistin, die wollte einen Artikel über das Thema Embodiment schreiben. Und die hat gesagt, erklären Sie mir doch mal, wie Sie das machen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist halt schwer, das hat mit Körper zu tun und das jetzt nur sprachlich zu erklären, ist schwierig. Da habe ich gesagt, haben Sie denn irgendein Problem oder ein Thema, was Sie gerade beschäftigt? Mal gucken, ob wir da mit Embodiment was dazu machen können. Und dann hat sie gesagt, ja, sie ist in Japan und sie fühlt sich gegenüber den Japanerinnen als deutsche Frau immer so wie eine Walküre. Das kann man sich gut vorstellen, gell? Ich konnte das sofort gut nachvollziehen. Japanerinnen sind ja so elegant und so feine Bewegungen. Und sie hat gesagt, sie hat heute Abend japanische Gäste und da fühlt sie sich so ungelenk. Und da hätte sie gern was. Und jetzt arbeiten wir im Zürcher Ressourcenmodell so, dass wir mit Bildern arbeiten. Ich habe sie dann gefragt, fällt Ihnen denn eine Pflanze ein, die Eigenschaften hat, die Sie gebrauchen könnten als Gastgeberin in Japan? Unterhalten Sie sich mal gerade 5 Sekunden mit einem Nebenmenschen, was Ihnen da für Pflanzen einfallen, die Eigenschaften haben, die man gebrauchen könnte als Gastgeberin in Japan. Bitte murmeln jetzt. Das reicht schon. Wem sind Pflanzen eingefallen? Einfach mir zurufen, ja? Eine Orchidee. Und zwar warum? Was für Eigenschaften hat eine Orchidee? Sie sind meistens sehr schön groß und auffällig, sehr schön, auffällig, groß, schön, geschmeidig. Wunderbar, schöne Pflanze. Der Herr da vorne hat eine Pflanze generiert. Ja, der hat noch eine Orchidee. Auch eine Orchidee, okay. Noch eine Pflanze. Ja, da gibt es kein richtig und kein falsch bei diesen Pflanzen, ja? Sondern es geht darum, was fällt mir ein dazu? Eine Kala, das ist auch sowas, ne? So eine elegante Pflanze, eine schöne Blume, die Eleganz verströmt. Diese Dame hat sich folgende Pflanze ausgedacht, eine weiße Amaryllis. Und jetzt darf ich Sie mal bitte darf ich Sie bitten, Sie mal wieder aufzustehen?
Und jetzt müssen die Männer halt auch mal dastehen wie eine deutsche Walküre. Erst stehen sie jetzt mal normal wie eine deutsche Walküre und jetzt gebe ich ihnen diese ganz völlig absurde Instruktion eigentlich. Dass ich sage, jetzt stehe mal hin wie eine weiße Amaryllis. Und was das Lustige ist, das ist, dass man das sofort umsetzen kann. Ja? Also Sie merken es vielleicht auch bei sich untereinander, es passiert sofort irgendeine Bewegung im Publikum. Dabei ist das ja eigentlich eine völlig absurde Instruktion. Also wenn man es aus Verstandessicht betrachtet, ist es absurd. Aus Embodiment-Sicht überhaupt nicht, weil der Körper kann das Bild von der weißen Amaryllis sofort umsetzen. Und jetzt rufen Sie mir mal bitte ein, zwei Bemerkungen zu. Was ist der Unterschied zwischen der Haltung von der deutschen Walküre und der Amaryllis? Wem ist was aufgefallen? Flexibilität, ja. Offener. Offener, jawohl. Selbstachtung. Selbstachtung wird erzeugt, jawohl. Okay, was mir noch aufgefallen ist von vorne, die allermeisten von Ihnen sind sofort gerader geworden, aufgerichteter geworden. Ja? Und jetzt behalten Sie mal bitte diese weiße Amaryllis bei als Bild und machen Sie mal Bewegungen. Sagen Sie mal bitte hier Platz nehmen, möchten Sie noch Tee? Ja? So was, ja? Okay, reicht schon. Die Bewegungen von der, Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Die Bewegungen von der weißen Amaryllis werden eleganter. Ja? Und wichtig für die Embodimentarbeit ist eben die, man geht nicht hin und sagt, mach elegante Bewegungen, sondern man nimmt das Bild, was für diese Person stimmt, und lässt aus dem Bild heraus durch Körperintelligenz die entsprechende Handlungsbereitschaft entstehen. Das macht die Körperintelligenz von ganz alleine, ohne dass man dazu einen besonderen Plan bräuchte. Ich möchte Ihnen noch etwas anderes zeigen. Ein Beispiel von einer Fußballstudie, die wir gemacht haben mit U14-Spielern vom FC Basel. Wir haben mit diesen Spielern mit Embodiment gearbeitet und die durften sich eine Situation raussuchen, wo sie gesagt haben, da hätte ich gern eine ganz bestimmte Selbstmanagementkompetenz. Und hier haben sie zum Beispiel das Embodiment von dem Mittelstürmer, der hat sich so ein Mottoziel gebaut, ich spiele wie ein Tiger und bin das Herz der Mannschaft. Und was ich mit Ihnen mal nachstellen möchte, das ist gerne der Torwart. Der Torwart hat gesagt, er hat folgendes Problem, wenn es Elfmeterschießen gibt, hat er Angst. Und das hätte er gerne weg. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich hätte auch Angst beim Elfmeterschießen und wäre mir auch lieber, wenn das weg wäre. Ja? Und jetzt darf ich Sie mal bitten aufzustehen und stellen Sie sich mal hin wie ein Torwart, der Angst hat vor dem Elfmeterschießen. Ja. Super. Die dürfen sich wieder hinsetzen. Wir haben dann mit diesem Torwart, mit dieser Bildertechnik gearbeitet. Und die erste Frage, die wir ihm gestellt haben, war, gibt es irgendeine Fantasiegestalt, die Eigenschaften hat, die du gebrauchen? Also wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, das ist immer sehr ergiebig, wenn man sagt, da gibt es eine Fantasiegestalt oder aus einem Film oder aus irgendeinem Comic, was du kennst oder so, die Eigenschaften hat, die du gebrauchen könntest als Torwart. Und da hat diese Gruppe von Fußballspielern hat für diesen Torwart King Kong genommen. Ja? Und dann haben wir ihn noch gefragt, gibt es noch irgendeinen Menschen, wo du sagst, der hat Eigenschaften, die ich gut gebrauchen könnte, wenn Elfmeterschießen ist. Und dann hat er selber ganz schnell gesagt, ja, Oliver Kahn. Ja? Also wenn Sie mit Jugendlichen arbeiten, diese Sache mit diesen Fantasiegebilden und mit irgendwelchen Personen, die die Jugendlichen kennen, da kommen eigentlich sofort wie aus der Pistole geschossen immer Bilder. Ja? Und dann hat dieser junge Mann sich dieses Embodiment gebaut mit diesem Motto, ich bin King Kong Khan. Jetzt darf ich Sie mal bitten, noch wieder alle hin aufzustehen. Und jetzt stellen Sie sich mal hin wie King Kong Khan. Ja. Und
ich möchte Sie wieder darauf hinweisen, wie verblüffend schnell. Ne? Das ist eine völlig absurde Anweisung. King Kong Han gibt es ja gar nicht. Aber der Körper macht das sofort. Ja? Der kann sofort damit was anfangen. Und jetzt steht man da wie King Kong Han. Ja? Und es ist doch jetzt schon ein deutlich anderes Gefühl im Tor als King Kong Han. Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Der junge Mann hat am Wochenende drauf ein Spiel gehabt und dann haben sie uns eine E-Mail geschrieben, diese Gruppe hat 11-0 gewonnen. King Kong Khan hat keinen einzigen Ball ins Tor gelassen. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch ein Beispiel von mir persönlich erzählen, wie man mit diesem Embodiment und mit diesem Wissen, wie Körperhaltung Geist beeinflusst, Selbstmanagement betreiben kann. Ich mache gerade die Ausbildung zur erzbischöflichen C-Organistin. Also man lernt da Orgel spielen und lernt Orgel im Gottesdienst spielen. Und ich spiele schon lang Klavier und als ich meinen ersten Gottesdienst georgelt habe, ich hätte nie gedacht, dass man da aufgeregt sein kann, weil ich schon so lange Klavier spiele. Als ich das erste Mal Gottesdienst georgelt habe, da sind bloß 20 Omis drin gesessen. Das war morgens um 9, ja, niemand da, 20 Omis. Und auf einmal passiert etwas, meine Hände fangen an zu zittern. Ich hab mit sowas überhaupt nicht gerechnet gehabt. Dachte ich, ach Gott, das ist wohl dieses Lampenfieber jetzt. Ja? Und das ist sehr ekelhaft, wenn man Orgel spielen soll und die Hände zittern, weil man trifft die Taschen nicht mehr richtig. Das ist richtig doof. Ja? Ich habe mir inzwischen sagen lassen, dass es das bei Bläsern auch gibt, die sogenannte Flatterlippe. Und offenbar gibt es, da ist der Ansatz nämlich kaputt, dann kriegt man keinen Ton mehr raus aus der Flöte und aus der Trompete. Und bei Geiger gibt es irgendwie auch sowas, ein Sprungbogen oder so. Also zittert die Hand mit dem Bogen so, dann macht das immer so, duf, 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 kriegt man keinen Strich mehr hin. Also es ist richtig, richtig doof. Ja. So, wie arbeiten wir jetzt? Also jetzt kann ich ja hingehen und sagen, also ich will kein Lampenfieber haben, ich bin ganz ruhig und so weiter. Das haben wir aber gewusst, das bringt nichts, das erzeugt rechnende Roboter und schon gar nicht unter Belastung. Ja, wenn Sie orgeln müssen und einen Gottesdienst haben, viel um die Ohren, können Sie solche direkten Instruktionen gerade vergessen. Wie arbeiten wir? Geh hin und nimm dir ein Bild. Und man geht hin und überlegt, was für ein Bild kann mir dabei helfen, in dieser Situation mich besser zu fühlen. Ja? Diejenigen von Ihnen übrigens, die das ausprobieren möchten, die gehen einfach mal auf unsere Homepage zrm.ch. Da gibt es ein Online-Tool. Also die Homepage ist werbefrei, Sie müssen sich nicht registrieren und es kostet nichts. Man kann einfach nur drauf und das Online-Tool machen. Gell? Da kriegen Sie so eine Bilderauswahl und dann können Sie sich da durchklicken und können sich hinterher so ein Motto-Ziel bauen. Also ich habe mir dieses Säuli gebaut gehabt. Und habe dazu mir ein Motto gebaut, das hieß, ich schmuse mit der Welt und genieße lustvoll Note für Note. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich immer, ohne das mir klar zu machen, mir vorgestellt habe, unten meine 20 Omis, die sind wahnsinnig kritisch. Ja? Und dabei sind die Omis, die freuen sich ja furchtbar, dass überhaupt irgendjemand Orgel spielt. Und die sagen sowieso immer, schön war's. Ja? Und diese Haltung von diesem Säuli, ich schmuse mit der Welt, das hat mir eine andere Einstellung gegeben zu diesem ganzen Thema. Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas zeigen, was Sie auch hier an der Universität, an der PH jetzt vorfinden werden, weil die Frau Dold und der Herr Hub das schon ein paar Mal angesprochen haben. Das ist der sogenannte Aufforderungscharakter der Umgebung. Erinnern Sie sich an eine von den allerersten Folien, wo wir gesagt haben, der Geist ist embodied und eingebettet in die Umwelt. Wie erinnere ich mich jetzt dran in dieser Situation unter Stress beim Gottesdienst? Dass ich doch diese Haltung haben will. Wie mache ich das? Ja? Und das mache ich, indem ich Stimuli aufbaue, wo ich bin, die mich daran erinnern.
Ja? Und so wie Sie das jetzt vorfinden, da finden Sie ja überall solche Hinweise vor, da jetzt, ah, jetzt kann ich stehen, ach guck mal, da könnte ich mich bewegen. Man gestaltet Umwelt so, dass sie meinen Geist daran erinnert, das zu machen, was ich vorhabe. Und ich habe das jetzt also so gemacht, dass mein Schweinchenbild war bei meinen Noten dabei. Dann habe ich zum Beispiel, sehen Sie hier, das ist der Gottesdienstablauf, wo immer draufsteht, wann die Orgel spielt. Das schreibe ich mit rosa, weil die Erinnerung dann über die Farbe kommt vom rosa Schweinchen. Ja. Und das Foto ist ein bisschen dunkel geraten, das bin ich an der Orgel, aber ich habe ein rosa Jackett angezogen, dann, wo ich das gemacht habe. Ja. Und ich habe meinen zweiten Orgeldienst dann vollbracht an Allerheiligen. Und Allerheiligen, da müssen Sie ja schwarz angezogen sein, gell? Da habe ich einfach einen rosa BH angezogen. Ja, und so war mein Schweinchen mit mir präsent. Ja. Zum Abschluss möchte ich Ihnen zwei, drei Comics noch zeigen. Das ist wahrscheinlich etwas, das haben Sie alle schon mal gesehen, oder? Das ist sehr bekannt. Ja? Was die viele noch nicht können, das ist das hier. Das ist ein Schweizer Tierchen, das ist immer im Tagesanzeiger. Das ist ein kleiner Hund, der heißt Mats. Und der macht Wedel, Wedel, Wedel. Und dann sagt er, ich mache mir schöne Gedanken. Ja? Der wedelt sich glücklich. Der Charlie Brown macht sich ja deprimieren und Mats wedelt sich glücklich. Und ich habe folgende Embodiment-Idee geboren. Wenn man jetzt zum Beispiel auf der Orgelbank sitzt, ja, dann ist die eine Sache wichtig, dass ich sage, ich erinnere mich durch alle möglichen Gegenstände, die mich ans Schweinchen erinnern, daran, dass ich diese Haltung haben will, aber ich brauche auch ein Embodiment. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel auf der Orgelbank sitzen, da sitzen Sie ja und Sie sitzen auch noch in einer relativ seltsamen Stellung, weil Sie müssen ja noch auf zwei Manualen spielen und Pedale betätigen. Und da habe ich mir als ein sogenanntes Micro-Move überlegt, dass so ein Schweinchen ja ein Ringelschwänzchen hat. Probieren Sie das bitte mal aus, setzen Sie sich erstmal hin auf die Orgelbank, wie wenn Sie Angst hätten und furchtbar aufgeregt sind, weil alle total kritisch sind, scheußlich. Und jetzt machen Sie sich mal ein Ringelschwänzchen da hinten hin. Und es geht so hoch, ja, und ringelt sich. Und es gibt so eine kleine, lustige Mini-Bewegung. Ja? Wem fällt ein Unterschied auf in der Stimmung? Ja, süß, ne? Ja. Und da hat mir eine liebe Freundin, die hat mir dazu ein Bild gemalt. Hier. Ja? Viel Spaß beim Orgelspiel. So, das ist mein inneres Bild jetzt zum Thema, wie spiele ich Orgel. Ja? Das habe ich mir auf diese Art gebaut, mit Embodiment, mit so einem Bild dabei und mit einem tatsächlichen Micro-Move dabei. Und auf diese Art kriegt man zum Beispiel Lampenfieber in den Griff. Ja? Das ist die Art, wie man mit Embodiment arbeitet. Ja, mein Lieblingszitat zum Thema Embodiment ist das von der Esther Thelen, das ist eine Kinderpsychologin. Das Ziel der Entwicklung ist es nicht, sich aus der reinen Sensormotorik herauszuentwickeln, das Ziel besteht darin, dem Geist im Körper eine Heimat zu bereiten. Und wenn Sie in dieser Art und Weise mit den Ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen umgehen, dann werden Sie ganz wunderbare nachfolgende Generationen erschaffen und erziehen, die mit Embodiment gut umgehen können. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Danke.